Die Aposteljeschicht Nummer 23. Hier redt weiter Johan Dyck. In unserer von Dyck'sche Betrachtung von der Aposteljeschicht, wo wir dann in dort 19. Kapitel wiedergehen. Ich seh letzte Week, dort wie von Dyck würden seinen, wo die Beise fiend, in Ephesus je in das Wort Gottes Waderstand uteivt. Wo immer Gott sein Wort gepredigt wird, kann einer damit rechnen. Besonders kann einer damit rechnen, ob so eine steht als Ephesus. So ist ich all vergone Werk seht, Ephesus wie eine Stadt, wo die Aufjetterie ganz hangegeeft wie. Damit hang auch allerhand dunklet Werk, so's Zauberien, Umgang mit beise Jäster. Uit dem Grund gauft het auch ab so'ne Städten aus Ephesus fehle, wort von beise Jäster beseten wirn. Nuscht gefällt ihn fin so schlacht, als wann die seilig merkende Norecht von Jesus mag so'ne Menschen gepredigt wort, die dat noch nie vorher gehört haben. Wie so'ne Norecht merkt die Menschen frie. Dort ist kracht, wort Paulus hier nu in Ephesus deid. Hij predigt von Jesus, en doordurch worden Menschen nicht bloß gesund, aber auch von beise Jäster frie. En so kommen wir dann bot farsch alv, en ich les doa. Gott dei durch Paulus büte je weinel je wunder, so dat wann sie schnäppeldiertja, en schaldiertja, de Paulus angeschiert hod, nur de Kranke brachten, worden de gesund, en de beise Jäster verleiten an. Wann einer dit so last, dann tjampt einem dit wirklich bütergeweinig fair. Dort hiet sie krak dorno, nur dort, wot Jesus in Markus 16, 17 und 18 seht. Do sagt Jesus, in wot dei uttegnen wort, die do leiven is dit. Se woren in meinen Nomen bei se Jester uttrieven, in an unbekannte Sprachen reden. In wann se Schlangen hantieren oder Jaft trinken, dat wort an nuscht schoden. Die woren de Kranke de Hang ableien, in die woren gesund woren. Hast du einst jemol all gewundert, worum von dir so wenig so'ne Tekens passieren? Ich leib dat jaft ne Antwort dafür. Den erste is, Gott leid diese Tekens besonders rief passieren en de tiet, als die Gemeind anfunk, also für die Anfangstiet, wie dat gedacht. Diese Tekens deinden dortau, dat die Menschen wurden aufmerksam worden, dat Gott hier wirklich am Wort wär. Hij wil in dieser Anfangstiet seine Gemeind wirklich verwärts drieven, en ein von die Dinge wär, dat sehr viel so'ne büter geweinelje Tekens passierden. Noch ein Grund ist, dat Gott brucht so'ne Tekens Völken en Heidenländer, oder ab so'ne Städten, wo sie den Norecht von Jesus noch gar nicht gehört haben, oder den noch meistens unbekannt ist. Dort sei wir sogar sei erfährken von dir ab die verschiedenen Missionsfelder. Dort kommt dort auch ihre Mulfair, dort so'ne Wunder passieren daunen, der ich Gott sehne deiner. So'nt wird wir hier vielleicht gar nicht so schwind erleben. Ich leib auch, dort Gott uns die Doktors gegeeft haft, und wo dort go die Doktors jaft, Gott brucht Ferken die Doktors, Heilung zu bringen. Ob ab so'ne Städten wurde keine Doktors jaft, do laat he besondere Wunder passieren, kragt so se dat hier in Ephesus deid. Wie lesen dann fast 13. Einige Juden, die herumgingen in beise Jäster uitdreiven, proven ook den Herrn Jesus sie nomen ewa dei to brocken, die do beise Jäster houden en seden. Wie beschweren ju, wie den Jesus den Paulus predigt. Willst du an Ephesus so viel Spiritismus in Jäster Anbetung wir, gauft es doch viele, die von dieser Jäster geplärcht oder sogar beseten wären. Dort mag wohl an die verschiedenen Evangelien, wo Jesus seine Ferken bei der Jäster uttrieben muss. Also, dit wie eine graute Plärch an die Tiet von Jesus, in mich kommt es meist so fair, dass diese Plärch auch von dir war der Ton nimmt. Aber willst du so viele besetene Menschen gauf, gauft dat ook viele selbstgemerkte Prediger in Saune, wat für ein Pries. Dat meint, wat dat für Geld deiden, bei se Jäster uitzudrieven. Ich soll vielleicht sagen, sie versochten
gäste ut te drieven. En dit wie van maantje en goudet je schaft, doordersch kunnen ze goud geld maken. En jedra had zijn ene master, wou hij dan proud en bij zijn gäst ruut te drieven. Je weinig wieren dat je heime weerda, ouder zo goa ne je wesse zart je plopa. En doordersch meinten ze dan, deze bij zijn gäste ruut te drieven. En dit is een vers die ik las, zijn Juden die hier verzochten juist eruit te drieven. Zij hadden zich dat gans genijf afgecheckt van Paulus, wat hij daar deed. Zij hadden gezien wo Paulus den Namen Jezus even die uitroepen deed, wat met juist geplucht werden. En zij merkten dat die juist dan eruit voeren. En zo had ze ohne Twiebel gedacht, wanneer zij worden deze Namen brokken, dan wou dat alle passeren. Is dat niet interessant dat deze mensen dachten dat die Namen Jezus bloos nog een zo'n geheimet woord weer, en wanneer ze dat rechtig brokken deiden, dan worden dat ook gelekken, en ze kunnen doordacht veel geld merken. En zo lezen we dan wieder in vers 14, en daar zegt dat, dat wir in den höheren Priester Skywa seine zeven Sehens dat deiden. De Skywa wie wahrscheinlich der höchste Priester von den Juden in Ephesus, aber hij wie nicht ein höherer Priester, wat in Jerusalem am Tempel deint. Als der dat mit verwundern, dat sogar den höheren Priester von den Juden seine Sehens in so'n Geschäft verwickelt werden. Und das sagt hier in Vers 15, die Beise Jäst seht zu an, Jesus tschan ich, und ich weiß, wer Paulus ist. Aber wer sei je? In dem Mensch, an dem die Beise jäst wir, sprung ab an den Napp und kriech an alle Onja, so dass sie nörgtig und blauderig uit dem Hus flühren. Dit is ne gaude Lektion. Die Beise jäster sind nicht dumm. Die sind sehr klug und weiten alles über Jesus. Des Beise jäst steht er tau, dat er Jesus chant. Dann denk ich immer, wat Jakobus in Kapitel 2, 19 sagt. Hij drekt sich so uit. Du geleifst, dat du an Gott is. Gaut. Dort geleiven sogar de beise Jäste, während sie uit Furcht zetteren. Sogar de beise Jäste haben Glauben an Jesus, aber sie haben keinen radenden Glauben. Also hij steht er tau, dat hij Jesus chant. Hij weet, wer Jesus is. En dan sagt er, dat hij Paulus ook chant. Hij wist dat Paulus Jezus zijn deiner via. Ober dan chant de vrouw aan deze zeven jüdische mannen. Ober wer zij je? De juiste wisten, dit wieren keine nofolje van Jezus ook keine deiner Gottes zoals Paulus dat via. Des bij zijn juist wist gans genijf, dit wieren onbekeerde menschen, wat in werkelijkheid nog zotons tjenger wieren. En doordurch wieren ze aan als bij ze juist de gans onjadon. Ze hadden keine macht, en ze kikten door gelijkderch, dat bloos den Namen Jezus te brokken, wan zij ober zelfs Jezus nicht nofolgen deiden, wie veraan ne domheid. En zo reiden ze zich aan deze bezetenen maun ab, zodat hij aan aanvloog, en aan onja kreeg, en dat ze verwund moesten deze steden verloten. Jo, dat is zeer gefährlich, den Feind te noren, en dat hadden deze mannen door der gedoen. Aber dat is immer interessant, wat passieren deed, wann die Sothund sich abrecht, wann die Sothund derich verschiedene Sorten weise Menschen versiegt, dat Evangelium abzuholen, dann is dat interessant te zijn, wo Gott doorab antwoord. En die antwoord kommt in Vers 17. Daar zegt het, als de Juden en Griechen, die in Ephesus woonden, dit te heren kregen, ewa keim aan allen een furcht, en den Herrn Jezus die nomen, wordt zeer hoog geholen. Dit weer kraakt wat het brokken deed, om de mensen doorab opmerkzaam te merken, dat met de nomen Jezus niet zal gespeeld worden. Dit schlug er nicht bloß wie die Juden, aber auch wie die Griechen, wie die Heiden. Dit wird Gott seine Antwort zu sagen, was Jesus seinen Namen missbrückten. Und die Folge davon wir, dass die Namen von Jesus
En er steht, dat ze den Messbrocken deiden, dat sich irgendwer wer den als Spruch te brocken, am jäst darüber zu drieven, dort wie vorbei. Die Menschen hadden nu grauten Respekt für Jesus en für seine Nomen. En dort is ook wo het zijn soll. Wie gaan dan in Vers 18 wieder? Dan scheimen ook viele, die zum Glauben gekommen wären, in Bechanden, en scheimen damit für een Dag, wat ze gedreven hadden. En viele, die zich met Zauberkraft aufgejeeft hadden, brachten ihre Zauberbierchen taub en verbrennten die, vor allem te seinen, en rekenden uit, dat die 50.000 an Geld wert wären. Hier habe ich nu ein Bild von wahre Büße. Sie bekannten, was sie gedreven haben. Wer noch unter dem Beisen Feind seine Macht ist, der darf nicht bekannen. Der will dort verstärken, was er trifft, wie es er weit, dass es nicht reicht. Aber hier sei wir, dass die Menschen wahre Büße deiden. Sie kommen um Licht. Jesus sagte mal, dass seine Worte Gerechtigkeit daunen, kommen um Licht, aber seine Worte nicht daunen. Die versuchen sich zu verstärken, weil es dem Satan seine Worte sind dunkel in die verlangende Dunkelheit. Weil was das gut morgen? Wort ist wahre Büße? Wahre Büße ist, wenn ich wirklich sie mit meinen dunklen Worten, mit dort, was ich gedreven habe, dort, was ich verschlechtet gedonen habe, dort ich damit um Licht komme, dort ich dort obdag, dort ich dort bekannen do, dort ich dort tausch do, dort mir dort leid is. Das zweite, was wir hier in diesem Vers sehen, ist, sie brachten ihre Zauberbierchen taub. Diese abscheißliche Dinge, was sie immer gebrockt haben, um zu Geld zu kommen, die gaben so ab. Sie trennten sich von dort, was Gott seine Ehe bringt. Sie schmeiten dort fort und verbrennen dort, wort an am Born vom Sothun hält. Der Trader, wat wir da sein es, sie deiden dort für alle Menschen aus ein Zeichnis. Dit hat in Ephesus eine sehr graute Bedienung, und dort haft auch von der eine sehr graute Bedienung. Wenn Menschen zum wahren Glauben an Jesus kommen, und sie wirklich Büße daunen, dort Tauschtonen daunen, wat von gottloset Leben sie geführt haben, in andere Menschen dort morgen daunen, sie dort hieren daunen, jo sogar seinen daunen, wo sie sich von diese Dinge tranen, dann haft dort eine wunderbare Wirkung auf andere Menschen, dort die dort auch wollen. Wir lesen hier in Vers 20 so. Ab diesen Weg verspreidet wird sich weit in neim de Eberhund. Chinese verspreidt sich fixer, als wenn Menschen auf einmal ganz anders geworden sind. Und an dort ein Daunt ist, ob an dort viel kost oder nicht. Wie diese Erfeiser, wat all die Sachen taub brachten, wat mit der Aufjetterie zu daunen hatten, und mit der Anbetung von Jester. Als sie dort alle taub brachten, sagt es hier, dat wir in 50.000 an Geld, dat wir eher Geld. Aber denkt ihr mal dann, wat an dort gekost haft? Wat haft die dort gekost, in Kind Gottes zu wohnen? Oder bist du noch kein Kind Gottes? Ich würde mir sehr wünschen, dass du von dir ein Kind Gottes auch wahre wirst, dass du die Dinge, wat die plören daunen, ab den Gewässern liegen, dass du dein Licht bringen wirst. Jesus will alle Sünden wachwaschen durch sein Blut. Und dort dat he, wann wir an am Leiben, wann wir am Dorf her vertrühen, dort he dat alle verjaft. Aber dann will wir uns auch nicht schämen, davon zu reden, in andere Menschen dort tote stunden und sagen, dit ha ich gedreven, dort ha ich mal gedon, aber ich brock dort nicht mehr daunen, Jesus haft mich frie gemerkt. So wird dort von ungefähr hier. Denk mal an den Vater, wat seine frühen Familie sehr ruchlos und prast behandelt haft. Wann der sich wahrhaftig betiert, dann weit nicht bloß seine Familie dort, dann weit nicht bloß seine Früh dort, aber die ganze Umgegend wird hat morgen, dass hier in dieser Familie ein ganz anderer Vater ist. Denk an den Mann, wat ohne Buddel gebungen ist. Dort kann auch die Früh sein. Wann der sich betiert, dann schmiert er auch die Buddel weich,
kragt so's de Epheiser ihre Zauberbecher wegschmeiten. Denk mal an die Früh, wat immer eierlich je in ihr Maun und ihre Kinder eingestalt ist. Wenn die sich bekehrt, dann morgen dort ihre Kinder und ihr Maun und all die Menschen in der Oberschaft, dort sie nicht mehr ab anschricht oder nächst ist. Das sind alles Tierkens nur Bütenhahn, dort von Bernen eine Veränderung vergegangen ist. Wort für eine Veränderung hast du erlebt, seit du Jesus aus deinen Raden annahmst. Und wenn du dort noch nicht gedonen hast, dann ist das höchste Zeit, dass du dort deist. Will wir noch beten? Lieber Herr Jesus, ich bete, dass du uns auch ganz früh merkst von de beise Dinge, wat uns al so lang als lost bedreckt han. Ich bete, dass viele Menschen von dir auch früh worden, und ich bete, dass viele nur die kommen worden, und die annehmen worden aus Heiland, und durch von der andere reden, kriegt es die Epheser dort deiden. Amen. Wann je noch Fragen han, über dort, wat je ab dit Programm gehört han, meine Telefonnummer ist 205-346-0523. Ich wünsche dir allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.